Er war für alle Menschen da. Er war ganz nett, ganz freundlich. Er ist zu allen zugegangen. Er war für alle da eigentlich. Ja, Betriebe und allen drum und dran. Er ist überall auf Besuch gekommen und hat geschaut, was mit den Leuten, was ihnen am Herzen liegt und so. Gell. Es gibt keinen zweiten wie Jörg Haider, wird es auch nicht mehr so schnell geben. Ja, wie soll ich sagen, die anderen sind bissig, es ist weniger Herz in der Politik in Kärnten und es ist nicht mehr die Richtung, die momentan in Kärnten herrscht. Ein absolut guter Mensch. Er ist jedem Arbeiter zugegangen, also der hat keine Scheu gehabt vor irgendjemandem. Er war immer für jeden da und wenn er einen einmal nicht gesehen hat, ein paar Jahre, der hat immer gewusst, wie man anspricht, was sie gesprochen haben, alles. Das war ein perfekter Mensch. Das war auch volksnah? Sehr volksnah. Einer der besten Politiker, die wir je hatten, war Dr. Jörg Haider. Das ist mein enger Vertrauter auch. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ob es jetzt im Sportbereich war, er war ja auch ein begeisterter Sportler, aber auch seine Auffassung von der Tätigkeit eines Landespolitikers für Kärnten, wie er auf die Bürger zugegangen ist, wie hart er auch daran gearbeitet hat. Natürlich sind auch Fehler gemacht worden. Es gibt niemanden, der behaupten kann, er arbeitet viel, macht keine Fehler. Aber es ist insgesamt sehr, sehr viel bewegt worden. Und viele Projekte, die man heute stolz präsentiert, die sind eigentlich aus seiner Feder. Wenn er jetzt noch leben würde, gell? Ich würde ihm sofort wollen. Gell? Bei der jetzigen Ding schon auf sofort. Jeden Fall, wie es jetzt läuft. Warum? Ja, es soll ja nicht alles passt. Gell? Ja. Eben. Ja. Weil eben, ich jetzt... Eben. Soll man sagen, es ist... Ja. Weil er mehr Vertrauen hätte. Hätte mehr Vertrauen, ja.